haben wir gedacht, werden wir heute ganz spontan Schneefotos machen. Wir sind jetzt schon an unserer Location angekommen. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit Special Guest. Ich musste hier kurz mal das Halfter wieder reparieren. Reparieren? Es hat das irgendwie verwurschtelt und jetzt war das verkehrt. Grüß euch übrigens. Die Netsche ist halt wieder mit am Start. Wir sind unbewusst im Partnerlook. Und hast dich angesteckt mit dem Rot. Ich glaube, man kann es schon erkennen. Aber es hat im Stall geschneit. Also es hat überall geschneit, aber auch im Stall. Und deshalb haben wir gedacht, werden wir heute ganz spontan Schneefotos machen. Das haben wir letztes Jahr kein einziges Mal zusammenbekommen. Ja, das sind nur. Sag mir so, es ist beides Male entweder an Sandra oder an Pippi gelegen. Was war, wieso? Das erste Mal, wie es geschneit hat, da hatte ich sogar frei. Und die Sandra hat am Vortag gefeiert und konnte dann nicht aufstehen. Und um eins war es dann zu spät. Da war dann Schnee da. Da steht um 13 Uhr, ja. Ich war ein bisschen fertig vom Vortag. Und das zweite Mal, was war da leicht? Da ist der Pippi eskaliert, genau. Aber irgendwann haben wir mal so Schneereitfotos gemacht. Was sind die? Die Schirchen, was die mit dem Braunen da. Die blende ich jetzt mal ein. Die Galopp-Fotos da oben. Wo so halb durchgegangen ist, so, wo die Braunen ja, sitzen ja, da war. Du kannst dich nicht erinnern. Ja. Sie sind da jetzt eingeblendet, auf jeden Fall. Und deshalb werden wir heute schöne Schneefotos machen und, falls es sich noch ausgeht, aber es wird sich ausgehen, noch eine kleine Runde ins Geländer mit den Pferden. Schneeausritt. Ein kleiner Schneeausritt. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt auch beeilen. Beeilen. Beeilen, damit sich das alles noch gut ausgeht. Kannst du bitte meine Anweisungen, wie sagt man denn, befolgen? Was sind das für Anweisungen? Du sollst ein bisschen im Schnee herumhupfen, dass es lustig ausschaut. Ja! Boah! Toll! Wow, mittlerweile 23 und seriös. Ach ja. Entschuldigung, dieser Akku, den du mir als voll versprochen und verkauft Nein, hast. Nein, ich habe nur gesagt, der hat nur Akku. 19%. Der erste Akku, der hat schon nur mal 1% gehabt. Und sie so, ich lade gerade alle Akkus auf, es passt alles. Das war die GoPro-Akku. Hoppala. Treten Sie ein. Wir werden jetzt einmal schauen, wo der Pelgrim ist. Oh, es gibt eine Besonderheit bei den kleinen Pieps. Denn der hat vorgestern die Schuhe ausgezogen. Oh, Pilgrim. Hat's gestunken? Was gestunken? Achso, der Käsebüste kommt tot. Ja. Nein. Seine Schuhe ist schon lange nicht mehr ausgezogen. 8 Wochen lang. Nein, der Pilgrim hat vorgestern spontan seine Eisen abbekommen. Wir werden das über den Winterbahnhof nochmal probieren. Ja, da ist ja schon jemand. Pippo! Hallo, Mami. Kommst du her? Komm raus! Super Mausi! Und 14% Akku. Hallo, Anja! Sagst du Hallo? Hi, ich bin kleine Mausi. Darf ich? Hallo, ein Bussi, freundlich. Hier kommt noch jemand, der möchte vielleicht kuscheln. Magst du? Hi. Wieso mag keiner kuscheln? Okay, dann suchen wir jetzt den Arthus. Der ist nur der steht vorne. Chance. Okay. Steht vorne beim Eingang. Der ist der, der immer kuschelt. Ja, schönes winterliches Halfter. So. Na, da müssen wir reinfahren. Ja! Er ist ein bisschen grumpy. Irgendwie ist das klar. Wie war das mit How to put the Halfter on? Das ist ja doch voll verwurscht. Das ist viel zu klein gestört. Das wundert mich nicht. Es war verwurschtelt und es ist zu klein. Mit diesen Handschuhen ist man immer so gehandicapt. Upsi. Schau her, was da mal das Größte, weil du so große Schnauze so. Ja. Und vielleicht weiß man nicht immer hat. 9%. Wie schnell geht der Akku bitte schon wieder runter? Ich glaube, wenn es kalt ist, ist es nur ein Schnibbler. So. Jetzt aber. 8%. Oh Gott. Beeil dich. So. Pferd ist gehalftert. Oh, ist komm, Bibi. Wie aus das? Jo. Komm. Bibi, es gibt Schnee. Was? Oh, du schaust schön aus, Pilgrim. Wieso? Richtig schön eingesaut da hinten. Oh je. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream.
No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer Shooting-Location. Ich glaube, wir werden einfach nur wieder die Koppeln raufgehen und dann ja, irgendwie schauen, ob wir was finden. Schauen wir mal, ob der Pipi heute wieder eskaliert. Beim letzten Wintershooting ist er leider abgezischt. Aber ab da haben wir dann ganz viel geübt, dass wir auch wieder am Halfter vom Stall weggehen können, weil er das wirklich dann echt schon so drinnen hatte, dass er sich einfach... dass er einfach umgedreht ist und sich losgerissen hat. Ja, da war am Anfang nur mit Zaumzug unterwegs, da habe ich es voll geübt, dass wir das wieder schaffen, am Halfter spazieren zu gehen. Etwas, das vorher ein Problem, das immer funktioniert hat. Mittlerweile funktioniert es wieder, aber ich möchte es nicht verschreien. Vielleicht ist im Schnee wieder Escalation, Bibi. Oh, es ist so schön. Dieses Knirschen im Schnee. Wann ist die Sonne da? Ah ja, hier. Haben wir ein bisschen Sonne geerntet. Ah, geerntet. Wie sagt man? Ich glaub, da kann man nichts dazu sagen. Wir haben ein bisschen Sonne uns verdient, oder? Nein, was? Wir sind jetzt schon an unserer Location angekommen und bitte gebt euch mal dieses Pferd. Also, wir haben gerade schon ein Outfit wechselt. Wir haben vorhin schon in die Fotos mit dem Outfit mit Rothaube und jetzt habe ich mich gerade einfach umgezogen. Mein Lieblingspulli. Es gibt keinen wärmeren. Also er hat es heute nicht ganz so verstanden. Also normal eskaliert er ja immer. Jetzt ist er einfach mega müde und möchte nur fressen. Aber er ist richtig brav. Ja, auf jeden Fall. So just sit with me. Talking to the night until the morning. Building chemistry. I don't think I ever wanna go. Come closer next to me. So, der Pilgrim ist soweit schon gesattelt und ich werde ihn jetzt aber vorab einmal noch sein Futter zubereiten. Bin ich nämlich drauf gekommen, das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich mir schon irgendeinen hässlichen Zopf irgendwie gemacht, so eine Helmfrisur dann für nachher. Und dann müssen wir uns eh ein bisschen beeilen. Ich glaube, so eine lange Runde können wir auch gar nicht gehen, weil es jetzt einfach schon so früh dunkel wird und wir jetzt für die Fotos mal wieder ein bisschen länger gebraucht haben als gedacht. So, dann kommt auf meine schicke Helmfrisur ein Helm natürlich. Ganz wichtig, die Lidstreifen habe ich nicht vergessen. Und Moby, was nur nicht? Gamaschen brauche ich keine. Zaumzeug. Und dann noch Zahnzeug, Gerte, Lederstreifen, fertig. So, Pilgrim ist ready. Er hat wieder sein Western-Zaum drauf. Ich muss sagen, zum Ausreiten finde ich das echt richtig praktisch. Eigentlich wieder, glaube ich, das gleiche Outfit, oder? Zumindest wieder die Schabracke. Dressursattel, ich natürlich wieder in Stahlschuhen, damit, weil ich einfach meine Winterradschuhe noch immer nicht im Stall habe. Warnweste wieder unter der Jacke an. Und Maus, huh? Bist du ready? Kommst du mit? Komm mal, einmal drehen bitte. Komm. Maus, bleibst du jetzt da stehen? Ja, sehr toll. Na komm her, Bibi. Ja, komm mal. Komm. Super, fein. So, komm mal, gehen wir so ausreiten. So, ich habe jetzt den Auftrag bekommen, eine wir gehen jetzt weg Szene zu drehen. Ich mache das sehr gerne. Wir gehen gerade vom Stall weg. Achtung, hier geht's bergab, Maus. Aufpassen. So, genau. Also wir werden jetzt unseren ersten Winterschneeausritt absolvieren und freuen uns schon sehr. Ja, stimmt. Haben wir letzte überhaupt einmal einen Schneeausritt gehabt? Bissi, ich kann mich noch an den erinnern, wo drüben im Wald immer wieder Stellen waren, wo Schnee war. War das vor zwei Jahren schon? Oder war das der Faschingsausritt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt geht's los mit dem Schnee. Ja, echt cool. Also wir hoffen heuer auf einen schneereichen Winter. Wäre echt sehr cool. Komm weiter, Mutti. Hopper Touch. Thank you.
Also uns fällt gerade auf, dass es für Nitschi ja der erste Ritt seit langem wieder ist. Die kleine Maus hatte ja Corona, war ja eine kleine Corona-Nitschi. Ist aber natürlich mittlerweile wieder fit, gesund und munter. Und war jetzt, wie lange warst du denn im Stall? Drei Wochen? Zwei Wochen? Zweieinhalb Wochen war die Nitschi nicht im Stall. Und da ist das heute hier natürlich, also ich glaube, perfekter könnte es nicht sein. Es ist, also die Stimmung ist traumhaft. Jetzt hier mit dieser Sonne. Mit dieser. Also wenn der Winter so ist, finde ich, ist der Winter echt eine absolut magische Jahreszeit. Aber wenn er so gatschig und dann, wobei man nächste Woche wieder 11 Grad, glaube ich, kriegen will. Das ist so unnötig. So soll der Winter sein, mit ganz, ganz viel Schnee. Jetzt abgestiegen, weil es jetzt hier wieder ganz schön bergab geht und wie gesagt, es rutscht echt ordentlich und außerdem haben wir auch nicht mehr so weit bis zum Stall, aber zwischendrin werden wir sicher noch mal aufsteigen. Wie lange werden wir noch? Na okay, halbe Stunde, naja, 20 Minuten, halbe Stunde. Na gut, ich glaube, wir brauchen schon noch so eine halbe Stunde nach Hause. Insgesamt waren wir dann eigentlich, glaube ich, doch eineinhalb Stunden unterwegs. Und jetzt wird es auch schon langsam dunkel, da verabschiedet sich natürlich dann die Videoqualität auch immer dementsprechend. Und da müssen wir unbedingt noch die Leuchter von den Beinen einschalten und unsere Warnwesten drüber anziehen. Die haben wir ja immer unten drunter an, damit man nicht den ganzen Ausritt einfach eine stylische Katastrophe ist, sondern vorab noch in Ordnung. Und dann mit Warnweste ist man halt wirklich ja, wie so ein leuchtender Minion auf dem Pferd. Wir sind wieder zurück von Ausritt und die Pferde sind versorgt, die sind gefüttert und stehen beide wieder im Stall. Und ich muss sagen, es war ein richtig, richtig, richtig schöner Ausritt. Ja, so echt. Oh. Die Pferde waren auch mega, mega brav, also komplett kontrollierbar. Ja. Keiner war irgendwie blöd. Ja, Bibi zwischendrin wieder mal kurz. Also, aber so kleine Eskalationen sind eh voll in Ordnung, finde ich. Also, aber halt nicht zu viel Eskalation, nicht dauerhafte Eskalation. Ich werde mich auf den Weg nach Hause machen. Bleibst du im Dorf, hast du? Ich werde es mit Artus versorgen. Stimmt. Und dann werde ich auch nach Hause düsen. Also ich muss mal Zeug noch vom Stüberl holen. Du hast da auch noch deine Kamera drin. Ah, ich habe die voll vergessen. Ups. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.